So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Elex. Heute mal wieder ohne Facecam. Ich habe irgendwie gerade keinen Bock. Ich komme gerade aus der Dusche und so. Und Haare sind noch nass und dies und jenes. Deswegen lassen wir das mal heute. Und ich bin sowieso schon spät dran. Deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was, hast keine Zeit zu föhnen. Musst aufnehmen. Sonst kommt die Folge wieder zu spät. So, wir wollten ja heute mal den guten alten Ray ausliefern, in Anführungszeichen. Wir wollten einfach nur zum Eingang. Ich kann mich eigentlich dahin teleportieren. Und da soll ja eigentlich ein Typ sein. Um 0 Uhr. Da stehen wir. Nee, das ist falsch. Hä? Wo kann denn der sein? Ist er hier draußen oder ist er wirklich am Voreingang? Oder ist er überhaupt nicht da und das ist einfach nur Blödsinn, der auf dem Steckbrief steht? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wir gucken mal, ob vielleicht da bei den Wachen irgendwas ist. Um 0 Uhr hieß es. Also ich habe Ray auf jeden Fall dabei. Viel Spaß. Okay, der ist es nicht. Ihr seid normale Wachen. Du? Such jemand anderen zum Reden. Der da, der steht jetzt da, da. Du stehst natürlich rein zufällig hier. Das ist ein freies Land. Erzähl keinen Mist. Du wartest hier auf jemanden, der die Kohle für Rays Steckbrief einstreichen will. Pass auf, Mann. Selbst wenn du recht hättest, wäre ich nur ein Laufbursche. Mit einem Haufen Splitter in der Tasche. Du hast keinen blassen Schimmer, mit wem du dich da anlegst. Du machst dich besser vom Acker. Schön. Das ist es jetzt? Ich kann ihn nicht bedrohen. Ich kann ihm nichts anderes sagen. Ich kann ihn nicht überreden. Ich habe keine Option, mit ihm zu kämpfen. Also ich könnte ihn wahrscheinlich jetzt einfach umbringen. Aber so will ich das nicht lösen. Okay. Disappointing! Wer kennt noch dieses Meme? Ich weiß es nicht. Ist schon sehr alt. So, ich könnte mal im Auftrag der Kallen machen. Uran, der Tavernwirt aus Edan, schenkt nicht nur ein gutes Bier aus, er hat auch einige Vorräte gebunkert, von denen er nur schwer zu trennen ist. Jemand sollte sich die Sachen annehmen. Den Schlüssel für sein Geheimversteck trägt er, wenn unsere Informationen stimmen, immer bei sich. Oh. Aber das Problem ist, wo ist denn das Geheimversteck? Also ich kann es auf jeden Fall. Also, wir machen das mal. Ich glaube, ich kann sogar. Ich muss kurz mal gucken, ob ich vielleicht Klauen Stufe 2 skillen kann. Weil dann kann ich durch einen Ring oder durch eine Halskette Stufe 3 erreichen. Und das wäre schon ganz gut. Beziehungsweise habe ich ja auch irgendein Rezept bekommen für eine Halskette des Diebes oder des Banditen. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob die nur Geschicklichkeit macht. Deswegen gucke ich da auch nochmal kurz hin. Gehen wir zur Schmiede. Ich muss mal in, Der. Heißt das Reich der Mitte? Hieß das wirklich Reich der Ich Mitte? hab's ja gleich gesagt. Muss ich mal gucken, wie das Da bin da ich anderer Meinung. aussieht. Mit, Ja, ich glaub schon. Ja, halt mal die Schnauze. Ne, Ring der Geschicklichkeit war es nicht. Manche Mach mal Dinge Geschicklichkeit brauchen hoch. Zeit. Das war hier wirklich hier, Amulett des Banditen. Eine Hand wäscht die andere. Schlösserklang und Klauen? Wieso ist das? Verlass dich auf jemanden, Boah, der haltet doch dich mal die weiß. Schnauze. Das ist ja nervig, diese dummen Was hat es mit Gespräche. dir auf der Diese nichtssagenden. Nervig. Okay, warte mal. Das ist eine verdammt gute Kette. Also, da lohnt es sich wirklich Goldschmied zu lernen. Was habe ich denn? Ich habe nur Amulett des Diebes. Das macht Klauen Geschicklichkeit, aber Geschicklichkeit interessiert niemanden. Das Problem ist aber, Schlösserknacken habe ich auch schon auf 3. Was bringt mir dann Schlösserknacken? Also. Hat sich das erledigt? Sehr gut. Dann gucke ich mal, kann ich theoretisch zu Clown Stufe 2 kommen? Das ist unter Handwerk oder wo ist das Clown? Ah, ich bin schon bei Clown Stufe 2. Ja, dann ist ja easy. Dann steigen wir doch jetzt nicht auf. Wo war denn das? Wo war denn das? Wo war denn das? Hier. Jetzt müsste ich ja Clown auf Stufe 3 haben. Da sollte ja wirklich nichts schief gehen. Okay. Okay. Dann kann ich nämlich den Schlüssel jetzt von dem Typen klauen und muss höchstwahrscheinlich keine Angst haben, erwischt zu werden. Also ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist.
beim Clown jetzt erwischt zu werden. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Also das Amulett ist auf jeden Fall cool, wenn man... wenn man Schlosserknacken nur auf Stufe 1 hat, Stufe 2 hat, dann kann man sich die dritte Stufe sparen, sozusagen. Und zum Beispiel dafür Praktika lernen oder sowas. Zählt es dann eigentlich auch... Habe ich jetzt theoretisch Handwerk 11? Das ist noch eine kleine Sache, die ich kontrollieren will. Nee. Ich weiß aber auch nicht, ob das höher als 10 geht, ob es da eine Möglichkeit gibt. Oder halt höher als 10 ausschlaggebend ist. Vielleicht haben sie es auch einfach gelassen bei... im Spiel hier, dass man sagt, okay, bis 10 kommst du und ab 10 kannst du jeden überreden. Also in dem Sinne. So. Da musste ich kurz was erledigen. Deswegen ein kleiner Schnitt. Jetzt steht er da. Das ist nicht gut. Ich glaube, morgens ist das sogar besser für den. Warte mal, ich kann es kurz versuchen. Ray, verpiss dich doch. Meine Güte, Ray. Ohne Witz. Oh, da ist der Briefkasten sogar. Komm doch. Langsam hasse ich Ray. Oh nein, jetzt hat er sich bewegt. Das ist... Ich warte, glaube ich, bis morgen. Das ist jetzt echt blöd. Obwohl, jetzt ist er weg. Jetzt kann ich mich hinter dem hinter den schleichen. So einfach. So. Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn ins Geheimversteck? Ach was? Also wo ist denn der Zugang? Ist das unten im Keller? So laut. Wahrscheinlich. Das hat, also das Klauen hat schon mal auf jeden Fall gut geklappt. So, wir haben ja hier unten... Ich sehe ja die Kisten da unten schon. Verdient hat er das nicht. Da oben werden die Frage ist, wo ist denn der Zugang dazu? Der Kerl hat noch nie etwas getaugt. Ich will das einfach nicht glauben. Ja, das kann man so oder so sehen. Er liegt den ganzen Tag im Dreck herum. Wer nichts macht, macht nichts falsch. Ist das dein Ernst? Meine Fresse. Ich habe keine Ahnung. Es wird auch nichts gehighlightet oder sowas, wo ich den Schlüssel benutzen kann. Vielleicht noch weiter unten? Da ist auf jeden Fall ein cooles Schwert drin, sehe ich gerade. Das ich vielleicht sogar tragen kann. Bis später dann. Ich weiß es nicht. Ich bin hier alles abgelaufen. Keine Ahnung. Vielleicht... Wie komme ich denn hier noch weiter nach unten? Von innen vielleicht, vom Wasserfall? Ist der da irgendwie in der Nähe? Oder hier außen an der Hütte? Irgendwo? Boah, Alter, der pinkelt ja die ganze Zeit. Meine Güte, muss der viel gesoffen haben. Das ist nicht gut. Also da unten war es, wie gesagt, nicht. Also zumindest habe ich es nicht gefunden. Vielleicht bin ich auch einfach blöd. Alles besser. Aber vielleicht kann ich auch einfach mit dem quatschen und sagen, ey, was geht ab? Verschwinde. Also eigentlich muss das doch hier drin sein. Sehe ich hier irgendwo ein Schlüsselloch oder sowas? Hinten. Stein sieht sonderbar aus. Nein. Aha. Sei lieber still. Da habe ich es gefunden. Ich weiß auch nicht. Ist jetzt was aufgegangen? Verdient hat er das nicht. Frag mich nicht, was das ist. Ja, oh, da habe ich das zu schnell weggedrückt. Okay. Wir haben das Versteck
gefunden. Das ist schön. Ach, das ist nur ein Breitschwert. Wow. Und ich habe ja auch schon den toten Briefkasten gefunden. Der ist tatsächlich genau... Das sind vier Kisten, aber ich habe nur drei gesehen, oder? Nimm noch den Sack. Sehr schön. Ah ne, das sind zwei nebeneinander. Okay, deswegen habe ich nur zwei, drei gesehen. Ja, damit haben wir den ersten Auftrag der Diebesgilde bestanden. Und das sogar mit Bravour. Also ich glaube... Kannst du mal hochklettern? Wieso kann ich von dieser Seite hochklettern? Das ist fucking komisch. Es ging doch schneller als gedacht. Ja, man muss einfach nur mal so eine fucking Magnesiumfackel rausholen und dann sieht man schon, wo das Zeug ist. Also jetzt müssen wir zum toten Briefkasten. Der tote Briefkasten. Achtung, Achtung. Wartet kurz mal. So. Der tote Briefkasten war hier, genau neben der Taverne. So, wo war das? Ich hab's jetzt wieder vergessen. Nein, wo war der? Nee, hinter der Taverne. Hier. Hier, hier, hier irgendwo. Hier, hier, hier war er. Hier, 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 hier. Hier. So. So. Zack. Das war's. Ich habe keine weiteren Aufträge der Krallen mehr. Vielleicht haben sie in ihrem Versteck neue Missionen für mich. Vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob die noch leben. Also eigentlich, die waren ja... die waren ja in dieser komischen... Im komischen Lager der Mitte. Aber ja, doch, die leben wieder. Schade, dass es da keinen Teleporter gibt, der direkt dorthin geht. Das heißt, ich muss mich jetzt immer zum Lager der Mitte teleportieren und dann wieder dorthin laufen. Und das ist ja fucking nervig. Nerviges Fuck, Alter. Ah, ne, nicht Lager der Mitte, was erzähle ich da? Ich bin... Och, ich dödel. Relikt. Im Relikt waren die. Wo ist denn das? Das ist das Relikt. Hier. Aber was ich weiß ist, hier, kleine Farm, da ist der geheime Zugang. Oder da gab es einen Zugang, in dem man einfach reinfliegen konnte. Hier oben irgendwo. Wo war der nochmal? Hier. Ich glaube, über dieser Holzhütte. Also da oben. Ja, bleib überall hängen. War der nicht hier? Ich war schon zu lange nicht mehr dort. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mehr wirklich eine Ahnung. Ich kann mich ja nur blamieren. Da hinten sind irgendwelche Kisten oder Fässer. Da müsste es dann sein. Oder? Boah. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Irgendwo hier war auf jeden Fall ein Zugang. Das weiß ich noch. Da hinten sind irgendwelche Kisten, wie gesagt. Aber ich glaube, da war ich noch nicht. Sonst hätte ich das nämlich geplündert. Ja, komm. Ich gehe jetzt den regulären Weg. Das ist jetzt viel zu blöd, um dass ich jetzt da die ganze Zeit den Weg suche. Der reguläre Weg, der ist ja einfach. What? Hä? Verschwinde, ich hab zu tun. Jetzt. Ich war kurz verwirrt. Was ist jetzt los? Aber das war ja einfach der Typ, der Ray umbringen wollte, den wir sozusagen bezahlt haben, damit er das nicht macht. Okay. Gut, gut. Passt. So, habe ich hier eigentlich alles gelootet? Ich weiß gar nicht. Ja, genau. Ich meine, der Typ liegt noch immer da. Das ist schon mal immer ein gutes Anzeichen, dass ich den nicht gelootet habe. Ich glaube nämlich hier in diesem komischen hier Bezirk war ich noch nicht, in dem Berserker-Bezirk sozusagen. Oh ja, da steht auch noch ein fucking Alp rum. Der mich mit dem Flammenwerfer abknallt. Trinken wir erstmal ein. Sehr gut, Ray. Und da habe ich echt gedacht, ich habe schon alle umgebracht. Einer lebt noch anscheinend in der Hütte. Boah, hör auf, Ray. Langsam wird's nervig. So. Vielleicht passiert da doch was, wenn ich alle umbringe. Was macht denn der hinterm Haus? Vielleicht auch nicht. So, da ist der normale Zugang.
Da wollte ich auch hin, aber wie gesagt, wir plündern nochmal hier. Yeah, Caleb. Bist sowieso ein Arsch gewesen. So, Rorik. Okay, dann plündern wir noch die Häuser. Nein, geh doch nicht zur Werkbank. Och. Aber, was war das? Oh, sogar noch eine Truhe. Aber eine Einser-Truhe. Von daher easy. Zu einfach. Einfach hin und her und dann hat man das offen. So, Zigarette, sehr gut. Kacklut, darauf stehe ich. Wer warst du nochmal? Babak? Keine Ahnung. Weiß ich echt nicht mehr. Hier? War hier irgendwas? Nein, hier hatte ich alles. Okay. Dann passt das. Dann gehen wir jetzt wirklich zu den Banditen. Aber jetzt müssten halt wirklich alle tot sein. Also, sonst, ne? Keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was noch leben sollte. Eigentlich war ich jetzt wirklich überall. Auch draußen, hier in dem Hintereingang, überall. Überall. Banditen, ich bin's, euer Kumpel. Ich habe eine Quest abgeschlossen. Ich bin der neue Superbandit. Habt ihr's gewusst? Boah, dieses Flakon. Hector will mit dir reden. Geh direkt zu ihm, wenn du noch nicht bei ihm warst. Es geht um die Stadt oben. Ich wusste, meine Entscheidung, dich hier hereinzulassen, war gut. Gute Arbeit bei der Mission mit den Vorräten. Jo, kein Ding. Für die Nö. Ja. Ich denke mal. Ach, es ist so dunkel hier. Erstmal meine Belohnung abholen. Oh, 300 Splitter. Hm, nicht schlecht. Es geht wahrscheinlich. Warte mal, ich muss erstmal kurz. Ne, wo ist denn die Auftragstruhe? Hier. Bauplan eines Kampfkolosses. Oh, okay. Forschungsunterlagen der Kleriker. Oh, sehr schön. Zurück in die Kanalisation? Was? Was ist los? Es wird wahrscheinlich jetzt darum gehen, dass die Stadt oben kaputt ist. Hector. Ah, da ist er ja, der Mann der Stunde. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du deinen ersten Auftrag für uns erledigt hast. Mach so weiter und vielleicht wirst du eines Tages in unsere innersten Geheimnisse eingeweiht. Für dich gilt das Gleiche wie für die anderen. Bei dem Chaos oben in der Kuppelstadt haben wir beschlossen, die Falltür geschlossen zu halten. Also falls du sie bis jetzt benutzt hast, wirst du entweder über den Berg klettern müssen oder vorerst hier bleiben. Wir werden aber unseren Standpunkt nicht verlegen. Hier unten sind wir einigermaßen sicher. Die ganze Nummer da oben beweist nur, dass unsere Sorgen berechtigt sind. Für uns bedeutet das, dass wir uns vorbereiten müssen. Aber das braucht dir jetzt keine Sorgen zu machen. Ach übrigens, schön, dass es dich nicht erwischt hat. Ich bin froh, dass du hier bist. Okay, ich hatte etwas anderes erwartet. Ich hatte erwartet, dass er ein bisschen sauer ist, aber anscheinend... Oh, ja, jetzt muss ich mir den Bergzugang... Alter Schwede, wirklich? Das ist ja 10-mal umständlicher. Der ist noch viel weiter oben. Deswegen habe ich ihn nicht gefunden. Boah, wie prick ich mir den... Och, der ist da hinten. Ja gut, ich kann mich so ein bisschen an den Händlern orientieren. Muss ich mir einprägen. Wahrscheinlich vergesse ich das wieder und dann werde ich wieder 100.000 Jahre suchen. Ach nee, warte mal, das ist sowieso der... Oh nein, das war der falsche Zugang. Okay, ich sterbe jetzt. Ja, stirb einfach. Dann, war nicht so toll. Das war der falsche Ausgang. Das ist nur eine Klippe. Nimm dir einen Job aus der... Wir reden. Alles klar. Mein Fehler. Und zwar, der Ausgang ist nicht da, sondern... Wenn ich da hinten hingehe, ich bin so ein Dödel. Hier hinten gibt es nochmal einen anderen Ausgang. Und den muss ich jetzt benutzen. Das heißt, ich muss mir den einprägen. Weil der andere ist wirklich... unschaffbar.
Also es ist wirklich schwer, da den zu finden. So, der ist hier hinter Bäumen. Ich muss mal kurz gucken, wo genau. So, denn ich habe ja gesagt, ah ne, ist direkt über der Hütte. Also direkt hinter der Hütte, okay. Da war ich ein bisschen, ich habe mich nur an dieses komische Metalldach von hier erinnert. Deswegen habe ich gedacht, das ist weiter. was ist das für eine Himmelsrichtung? Westlich. Weiter westlich hier. Aber dem war nicht so. Mein Fehler. So, hier ist sonst niemand Besonderes mehr. Habe ich auch alles gelootet. So, das einzige Ding ist, was es hier noch gibt, ist dieses Haus da hinten. Wo ich tatsächlich noch nicht reingegangen bin, weil da waren damals Mutanten, beziehungsweise jetzt noch immer. Aber mittlerweile, glaube ich, kann ich sie töten. Alter, mit einer Combo. Leck mir die Nüsschen. Und er haut erstmal daneben. Wohin haust denn du? Bring halt dran. Ich will erstmal die Viecher loswerden. Weil die sind, glaube ich, ein bisschen nerviger. Weil das Problem an den Viechern ist, die haben immer so eine, genau, so einen Ansprung. Und der ist 10-mal nerviger als die komischen. Boah, wie lange er braucht zum Zuhauen, wenn ich getrunken habe. Das Problem hatten wir ja auch in letzter Folge und jetzt mache ich totale Scheiße. Und erstmal in die falsche Richtung hauen. Läuft ja gut. Diesmal lief es besser. Geben die auch Elex, also Elexit? Elex meine ich? Ja, die geben auch reines Elex. Oh, okay. Meine Güte, es geben echt viele Viecher hier mittlerweile reines Elex. Das ist echt gut. Jetzt müsste ich eigentlich das Härteste besiegt haben. Ein Wühler war da noch, das weiß ich. Also ein Wühler auf jeden Fall. Und wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr. Ganzen Stuff mitnehmen. Hä? Noch was? Verschwinde. Bist ein bisschen aufdringlich, Ray. Ein bisschen auf. Und ich habe wieder nicht geguckt nach Heiltränken, was die kosten und was man dafür braucht und alles das und jenes. Ich bin echt ein wenig vergesslich. Das ist nicht gut. Vielleicht habe ich ja schon Alzheimer. Nein, so schlimm ist es, glaube ich, noch nicht. Und jetzt Alzheimer, fürchterliche Krankheit. Ich wünsche niemandem, dass er sowas kriegt. Es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um zu sitzen. So. Wo ist denn der zweite Wühler hin? Ich habe doch noch einen Wühler, oder ist der was? Nee, der kann doch nicht tot sein. Da höre ich doch auch das Viech. Nimm doch mal das Zeug da. Ja, sehr schön. Wo ist denn der jetzt? Hier auf der Seite? Oh, da schläft er. Was? Wühler geben 125 Erfahrung? Darauf habe ich noch nie geachtet. Aber es ist auf jeden Fall verdammt viel. So. Das ist das Elexit, was zu mir spricht mit dieser Kinderstimme, oder? Also das Elex. Das hat ja die... jetzt habe ich den Namen vergessen. Entschuldigung, liebe... Ich habe wirklich den Namen vergessen von meiner Begleiterin. Diese weibliche Berserker-Begleiterin. Ich habe keine Ahnung mehr, wie sie heißt. Die hat ja gesagt, dass Elex spricht zu ihr. Aber ich höre ja auch dieses komische Gesinge. Also spricht das Elex auch zu mir. Alte Planungsnotiz. Okay, ansonsten... Ich habe ja schon gesehen, da war ein Safe. Keine Ahnung, ob ich den knacken kann. Knochenmarkbrühe, die kennen wir auch schon. So, wo war jetzt nochmal der Safe? Hier. Kann ich dich hacken? Sehr schön.
Das ist ein harter Safe. Alle Ziffern. Machen wir mal 6, 8, 8. Ein kleiner 5, 9. Enter. Alle falsch. Okay. Dann 7, 7, 4, 6. Enter. 7, 7, 7 ist richtig. Also die ist einmal dabei. Dann, alter Schwede. 3, 3, 7. Wie? Nee, so. Geht doch. Oh, hat geklappt. Sehr schön. Puh, also wenn alle Ziffern da sind, dann wird es schon einigermaßen schwer. Aber es hat ja geklappt. Explosivbolzen, sehr schön. So, auf der unteren Ebene haben wir denn alles. Dann gehen wir mal nach oben. Ist hier noch jemand, der aufs Maul will? Da kann ja noch sein. Ah, hier steht die Kombination auch. Tja, ich bin aber ein Hacker. Was auch immer, wieso? Ja gut, das ist halt so ein komischer Safe. So ein elektrischer Safe. Also ich glaube, da wäre ein normaler, analoger Safe viel besser. Glückwunschkarte. Oh, hier ist nochmal ein Safe. What the hell? Hat er die gleiche Kombo? Also die gleiche... wie nennt man das? Zahlenkombination? Oder hat er wieder eine eigene? Oder kann ich den überhaupt nicht knacken? Der ist schon wieder einfacher. Vielleicht hat er wirklich die eigene. Er hat nicht die gleiche. Also, das muss kleiner sein. Dann fangen wir 3. Das muss größer sein. Dann 6. Das muss wieder kleiner sein. Dann machen wir 2. Und das muss wieder größer sein. Dann machen wir 5. So. Gut, dann haben wir schon ziemlich viele Ziffern raus. Dann machen wir 1. 5. 0. 7. Die 1 stimmt nicht. Dann 0. Ja. Geht doch. So. Stimmt. Können ja auch Sachen mehrmals genannt werden. Ist aber jetzt auch nicht wirklich was Besonderes drin gewesen. Der Loot geht. Es ist nichts Cooles hier. Also dafür, dass da so doch einigermaßen starke Mutanten waren. War der Loot eigentlich ziemlich schlecht. Die waren ja schon von Anfang an da. Also es waren nicht irgendwie so mitlevelnde Gegner. Sondern die gibt es die ganze Zeit hier. So, das hätten wir auch. Ein bisschen Brennstoff noch für meinen Flammenwerfer. Sehr schön. Dann gucken wir mal die anderen Quests an. Kampfkoloss. Forschung der Kleriker. Um zu überleben, reichen keine Splitter. Mechanische Wächter sind zuverlässig und quatschen keine Geheimnisse aus. Da die Alps uns kaum mitteilen werden, wie man so einen Kameraden zusammenschraubt, sollte man sich deren Produktionsstätte der Kleriker nach einem entsprechenden Bauplan umsehen. Okay, das heißt, jetzt mittlerweile muss ich echt zu den Klerikern. Genau, Bohnen. Gibt es da eigentlich einen Questmarker? Nee, es gibt tatsächlich einen Questmarker. Oh. Okay. Das wusste ich nicht. Ja, dann gehen wir mal dahin zu den Klerikern. Ich habe ja nicht mehr wirklich andere Quests. Ich muss jetzt wirklich alles bei den Klerikern erledigen. Wieso nicht? Der Typ ist ja freundlich, oder? Also der ist doch ein Kleriker-Koloss. Jo. Alfards Schrein? Macht er irgendwas? Fühlst dich sehr gut. Keine Ahnung. War nur ein Test. Ob da überhaupt irgendwas passiert. Aber anscheinend ist das so ein bisschen ein Verarsche von damals. Mit dem Schreien des Innos. In Gothic 2. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ja, weil damals gab es solche Schreine, da konnte man beten und hat man... Sag mal, hab ich dir eigentlich gratuliert? Wozu? Dass du deine Krallen ausgestreckt hast. Du verstehst. Sag bloß, du gehörst auch zu. Ruhe. Alles, was du wissen musst, weißt du jetzt. Oh. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Du bist ja gar nicht so verkehrt dann. Eine Freund von mir. Ne, sehr schön. Oh, hier gibt es ein paar Amulette nochmal. Angriffsstärke und Paradestärke. Persönlichkeit hört sich gut an. Praktika und Persönlichkeit +2. Das ist ja mein Amulett denn besser.
Vielleicht nehme ich das. Zumindest mit. Ach, das kann ich schon. Oh, das Amulett muss ich mir echt machen, glaube ich. Also dafür muss ich das lernen. Ich nehme das auch mal mit und das auch. Ich habe sowieso so viel Geld, scheiß drauf. Und hast du irgendwie was Heiltrankmäßiges? Nein, aber reines Elex. Wisst ihr was? Nehmen wir alles mit. Ich hab das Geld. Yeah. Sehr schön. Hat auch geklappt. Gut, gut. So, dann gucken wir uns diesmal etwas genauer in dieser Stadt um. Oh, da sehe ich schon ein paar Sachen, die man einsammeln kann. Eisenerz. Uno, due. Nichts mehr. Und hier ist Elixit. Alles klar. Ich glaube, ich werde bis zur nächsten Folge nochmal leveln. Ich habe ja wieder ordentlich. Wenn jemand versucht, mich zu perforieren, zähle ich auf dich. Du willst, dass ich deinen Mist ausbade? Nein, aber du hast das Kommando. Und du schleppst mich in die Höhle des Löwen. Mach dich locker. Gell, mach dich mal locker. Automat. Das habe ich vergessen. Hier gab es ja auch nochmal. Hier konnte man die alten Münzen benutzen. Oh, hier kann ich Heiltränke kaufen für meine alten Münzen. Muss ich mir merken. Ich weiß nicht, ob es auch was Besseres gibt. Und ob man das alte Geld auch einsetzen kann. Weil ich habe ja noch ein paar Scheine eigentlich. Aber es sieht so aus, als wären es nur diese Automaten. Oder ist der Typ, der uns verarscht hat? Der hat aber auch nichts Gutes dabei gehabt. Kleine Heiltränke hat er theoretisch. Er hat 113 kleine Heiltränke. So, kann man mal machen. Okay, ein paar Kugeln und sonst was. Brauche ich eigentlich wieder Pfeile? Der hat nicht mal Pfeile. Ja, danke für deine... Für nichts, würde ich sagen. Einfach für nichts. So, sie wollte noch, dass ich ihr... Kann ich da eigentlich rüber, ohne dass sie rumheult? Blutzucker, die habe ich auch noch nicht. Muss ich auch mal gucken. Was willst du hier? Die muss ich mir mal holen, die Blutzucker. Ich glaube, das Rezept habe ich noch nicht. Ey, ganz ruhig. Leute, ich mach doch gar nichts. Oh, und hier sehen die Truhen so aus. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, wie das alles aussieht. Dass man weiß, was man looten kann. Schleichst du etwa? Nein, nein. Schleichst du etwa? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal... Ich bin nur bis hierher gekommen. Gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer um. So, Alter, das Flackern. Wieso flackert das so? Auf zu flackern. Habt ihr keinen Strom oder was? Heißt grün, man darf da durch und rot, man darf nicht durch. Oh. Nein! Oh. Zu einfach. Sehr gut. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn der mich gesehen hätte. Aber ich weiß, dass wir sowieso gerade in der Diebesgilde unterwegs sind. Und deswegen erstmal ein bisschen klauen können. Wer trappelt hier herum? Was willst du hier? Also, weißt du was? Deine komischen Almosen, die kannst du behalten. Brauche ich nicht mal. Brauche ich nicht. Och, geh doch wieder schlafen. Ich wollte jetzt eigentlich beklauen. Hallo! Was passiert eigentlich, wenn ich mich... Er läuft einfach durch mich durch. Ich wollte gucken, was passiert, wenn ich mich dem in den Weg stelle, ob ich dann Schaden kriege oder was auch immer. Du dampfst ganz schön. Deine Hydraulik, da musst du aufpassen, Junge. Oder Maschine, eher gesagt. Wolf! Wolf? Ich weiß gar nicht, gibt es auch in jedem Teil einen, der Wolf heißt? Das ist auch ein sehr beliebter Name. Obwohl es eigentlich so ein komischer Name ist. Hier sind wir wieder in der Kantine. Ja. So. Wir haben heute sozusagen diese Steckbriefanzeige mal verfolgt. Ist aber leider ein totes Ende gewesen. Das heißt also, wir haben jetzt herausgefunden, dass dieser komische Wyatt für irgendjemanden arbeitet. Aber die Quest... ging nicht weiter, also es gab keine Option irgendwie den zu überreden oder zu bedrohen oder sonst irgendwas. War halt ein durchs Ende. Wir haben eine Quest für die Krallen gemacht und wir sind jetzt in der Klerikerstadt, ne?
und gucken uns da dann in der nächsten Folge ein wenig um und machen hier auch nochmal die anderen Quests, die wir noch für hier haben und die Quests, die wir halt hier finden. Wie immer hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Euer Schulzmann.